Nun sind wir in der westlichen Xia-Dynastie. Die wurde von den Tanguten gegründet und unterhalten. Befand sich in Nordwestchina oder Nordchina allgemein. Ungefähr zeitgleich mit der Song-Dynastie. Und die Tanguten waren Buddhisten. Entsprechend haben wir hier auch die Darstellung eines Bodhisattva. Er reitet auf einem Elefanten. Entsprechend wird es dann wohl Manjushri, der Bodhisattva der Weisheit sein oder der halt die Weisheit verwaltet sozusagen. Es ist ein Stück aus Bronze und war oder ist vergoldet. Ich habe der Tafel hier entnehmen können, dass es 1996 entdeckt wurde und dass man sich längere Zeit, 1986 entdeckt wurde und dass man erst 1996 dann mit Gewissheit sagen konnte, wo das hingehört, weil es da doch eine relativ weite Spanne an Vermutungen gab, die von der Xia bis zu den Ming reichten. Man hat sich dann jetzt aber schlussendlich entschieden, das den Xia zuzuschreiben, also der westlichen Xia-Dynastie. Daneben ist noch ein zweiter, den möchte ich euch auch zeigen. Der ist etwas größer, muss ein Stück zurück, wunderbar. Auch mit seinem Reittier dargestellt. Man sieht auch den reichen Schmuck, der ja für einen Bodhisattva üblich ist. Und dieser hier trägt auch eine Krone. Und in dieser Krone ist der Amida Buddha zu sehen. Und wenn Amida Buddha zu sehen ist, dann ist eigentlich auch klar, um welchen Bodhisattva es sich hier handelt. Die Tanguten verfügten auch über eine eigene Schrift, die sie vom Chinesischen abgeleitet hatten. Die Tanguten selber sprachen wohl eine tibeto-birmanische Sprache. Das heißt also, dass die Sprache mit dem Chinesischen weitläufig und mit dem Tibetischen und dem Burmesischen etwas näher verwandt war. Das hier ist ein Druck. Ein gedruckter Text, ein mit Holzplatten gedruckter Text, der in einer Pagode hier in Helan, das ist ein Landkreis hier in der Nähe von Yinchuan, gefunden wurde. Und es ist so, dass die Tanguten, wie gesagt, Buddhisten waren. Und es war so, dass sie eine besondere Form des Buddhismus einer besonderen Form des Buddhismus angehörten. Es war eine Mischung aus Huayan-Buddhismus, aus Chan-Buddhismus und aus dem tibetischen Buddhismus, also dem tantrischen Buddhismus. Das ist ganz interessant, so sind halt verschiedene Einflüsse hier zusammengekommen und haben halt eine ganz besondere Form des Buddhismus entstehen lassen. Was auch interessant ist, man hat den Buddhismus nicht nur übernommen, sondern man hat auch sämtliche buddhistischen Texte, die zu der Zeit zugänglich waren, ins Tangutische übersetzen lassen und auch in die Tangutische Schrift übertragen. Und zwar innerhalb eines Zeitraumes von 50 Jahren zwischen 1040 und 1090. Und wenn man bedenkt, dass die Chinesen mehrere hundert Jahre dafür gebraucht haben, natürlich ist alles nur peu à peu von Indien nach China durchgedrungen. Aber wenn man betrachtet, dass diese riesige Fülle an Texten in nur 50 Jahren vollständig übersetzt und übertragen wurden, das ist halt eine gigantische Leistung, die diese Kultur hervorgebracht hat.